Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. Wir sind in der Hanse und haben einiges an Gesprächen mitnehmen können. Anna, so hoffe ich mal, wird uns noch rechtzeitig erreichen, aber naja, ich glaube mal, ich spiele da mit einer Erwartung, die nicht erfüllt werden kann, weil wir haben Kahn wieder getroffen und er ist natürlich immer noch Feuer und Flamme dafür, den einzigen überlebenden Schwarzen mit uns gemeinsam wahrscheinlich jetzt finden zu wollen. Die komplette Station ist ein Hybrid aus Krankenhaus und Quarantänezone geworden. Viele Flüchtlinge aus angrenzenden Stationen sind hier in diesem Auffangbecken gelandet und warten auf bessere Prognosen oder überhaupt am Leben zu bleiben. Wir können uns ausstatten. Das haben wir zumindest teils schon am Ende der letzten Episode gemacht. Und zwar haben wir die Helsing, mein Lieblingsgewehr für Infanterie, also hauptsächlich für menschliche Ziele, noch ausgestattet mit einer Zweifach-Zieloptik und einem Ventil aus der Vorkriegszeit, sodass wir nicht manuell diese Waffe immer mal wieder aufpumpen müssen. Und der Junge hier, der wollte noch ganz gerne mit uns ein wenig Handel treiben, was auf Patronen, Atemfilter und Munition zurückgegriffen werden kann. Die Ranger konnten hier einiges verhindern, glücklicherweise, weil die Roten wollten natürlich auch diese Station hier, sofern es machbar gewesen wäre, angreifen. Also mit ihren in Anführungszeichen gesetzten Eingreiftrupps. Das hat glücklicherweise nicht funktioniert. Komm her, Ranger, lass uns feilschen. Ich habe ein paar Wurfmesser, will ich? Minen sind sehr gut geeignet, um Gegner abzuhalten. Die Brandgranaten sind ein riesiger Vorteil im Kampf. Der beste Schrott wird in der Hanse hergestellt. Der ist echt edel. 7 Patronen für einen Bolzen wahrscheinlich, ne? Die Metallbolzen der Helsing erfordern eine präzise Herstellung. Daher sind sie aufgrund der hohen Herstellungskosten sehr selten und wertvoll. Ich würde dir gerne was verkaufen, aber du kannst nichts mehr tragen. Das ist richtig, aber das Ding war wichtig. So viel passt da nicht rein. Kauf die hier. Einen besseren Preis wirst du nicht bekommen. Ich glaube sogar, dass wir die lieber behalten sollten. Die können in Gänze weg. Sehr stark und auch noch wirtschaftlich. Die sind handverlesen. Die ökonomischste Munition überhaupt. Darauf kannst du Gift nehmen. Und die hier werde ich mir zusätzlich mal kaufen. Billiger willst du sie nicht finden. Ach, kann ich gar nicht mehr. Okay, mehr gut. Preis wirst du nicht bekommen. Also mal. Kauf die hier. Sind eine großartige Investition. Gut, ich denke mal, das sollte es damit gewesen sein. Das beste Mittel gegen Feinde. Diese Messer sind sehr wirtschaftlich. Man kann sie mehrmals benutzen. Das ist wahr. Ja gut, das sollte erstmal reichen, sodass wir wenigstens einen gewissen Überblick behalten. Komm, Ranger, schau her, ich hab alles. Das Einzige, was mir halt nur fehlt, ist, du hast keine Filter, ne? Na gut, die brauchen wir anscheinend nicht bezahlen. Also zumindest in Teil 1 konnte man sich welche kaufen. Aber okay, ja, dann reicht das ja. 6,5 Minuten. Ja. Nur, mich würde trotzdem mal interessieren, was hat es eigentlich mit der Munition in der Mitte auf sich, zwischen den Revolverpatronen und den Schrotflintenkugeln? Was ist das? Es sind nicht die Scharfschützengewehrpatronen, das vorletzte von rechts. In der Mitte, was ist das? Viel Glück. Dankeschön. So, Kahn, ausgerüstet sind wir. Wo geht's hin? Artyom, beachte die Gelder, die Hanse für diese Quarantäne ausgibt.
Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihren Geldsteigen. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Wirklich. Viel Glück in den Tunnels, Ranger. Danke. Vielleicht ist auch die Munition hier für das schwere MG gedacht. Kann ja auch sein. Ja, ich glaube, Anna kommt so schnell nicht hinterher. An einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt. Und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Auf das Wesentlichste zu beschränken, das ja, muss erstmal reichen. Aber es ist auch irgendwo cool, dass wir jetzt wieder mit Khan gemeinsam unterwegs sind. Die Frage ist halt, für wie lange. Verkehr nach draußen! Aufmachen! Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Kommen Sie zurück! Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg. Wir verlassen die Station. Hier ist unser Pass. In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Gehen wir, Artyom. Ich bin sofort bei dir. Mal ein wenig nochmal umsehen, würde ich mich hier trotzdem ganz gerne. Ist ja die letzte Gelegenheit, bevor wir dann wirklich aufbrechen. Na los, ich kann es nicht ewig offen halten. Ach, come on, Alter. Aber danke. Wie du siehst, ist dies keine Vorsicht Sackgasse. Mit den Generatoren. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen. Oder sich sogar in sich selbst verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Ich hoffe, du wirst recht behalten. Ich hoffe es. Oh ja, also damit kann man schon einiges anrichten, denke ich mal. Ganz schön zügig hier unten. Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wurde. In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die wenigen Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. Ich nenne diesen Ort den Schicksalsfluss, denn er kann dein Schicksal verändern. Den Schlick der Vergangenheit wegspülen. Und die Chance auf eine andere Zukunft bieten. Das klingt schon abgefahren. Nur wie viel ist da wirklich dran? Khan ist und bleibt jemand mit gewissen Geheimnissen. Wenn man in den Fluss geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort und der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird.
vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Wie ein lebender Organismus. Ich glaube mal hier in den engen Korridoren wechsle ich dann doch mal lieber wieder auf die Flinte. Ich werde hier gleich mal folgen. Erstmal sehen wir uns hier um. Aha! Ist doch immer wieder. Immer wieder wichtig. Khan. Und das war sogar der einzige Eintrag hier. Ich erinnere mich, dass Korbut die Operation, die sich in der Oktyabrskaja ausführen sollte, Experiment nannte. Was, wenn dieses Massaker kein Vorspiel zu einem großen Krieg, sondern der Test einer neuen Monsterwaffe war? Was, wenn die Roten den Orden und die Hanse damit einfach nur ablenken wollten, während sie einen viel gewaltigeren Angriff vorbereiten? Ich wollte immer ein Soldat sein, die Menschheit beschützen. Aber all das Blut, das ich vergossen habe, hat mir nicht geholfen, den Krieg zu verhindern, der bereits begonnen hat. Ich bin kein Superheld geworden, der den Schurken töten und die ganze Welt retten kann. Nicht, dass ich nicht davon träumen würde. Jeder tut das. Aber wenn der Krieg beginnt, stellen sich die meisten Leute einfach nur als Kanonenfutter heraus. Viele überleben nicht einmal ihren ersten Einsatz. Und ich, als kleines Zahnrad im Ganzen, kann mich nur auf der vorherbestimmten Achse drehen und zusehen, wie das massive Schwungrad des Abschlachtens wirbelt. Vielleicht ist das der Grund, dass ich mit Khan gehe. Es könnte meine einzige Chance sein, etwas zu ändern. Ja, Schmutz und Blut kannst du vom Sichtglas deiner Maske wegwischen. Ja, wenn ich wüsste wie. Das klingt trotzdem nicht gerade angenehm. Müssen wir vorsichtig sein. Müssen wir das nicht überall eigentlich? Ja, okay. Ja, ich bin hinter dir, Khan. Ein verlassener Ort. Genau hinter dir, Mann. Das ist eine verdammt riesige Halle. Oder was das hier auch immer mal gewesen sein soll. Oder nur Räuberleiter, bist du echt aufgeschmissen. So alleine sehr schwierig. Ach du meine Güte. Begrenzt kann man den Boden sehen. Hör
Hörst du das? Mach dich bereit. Dafür habe ich meine Flinte am Mann. Sind ein paar. Kahn, wie geht's hier? Anscheinend ist er noch putzmunter. Was sagen eigentlich meine Medikits? Eins. Das hatten sie natürlich nicht in der Hanse. Monster, sonst nichts. Lass uns gehen. Ja, du hast leicht reden, Alter. Aber wenn du da lang möchtest, Kahn, dann blicke ich hier nochmal eben rein. Auch wenn wir schon unser... Das ist schon mal sehr geil. Munition ist auch gern gesehen. Ja, das ist natürlich immer wieder von Vorteil, wenn man ganz genau weiß, dass die Verbündeten einen Weg einschlagen und man selber hat dann die Option, natürlich noch woanders sich umsehen zu können. Warte mal, wird das eigentlich auch so angezeigt mit der... Ne, die 23 Patronen von der Flinte, die bleiben erhalten. Trotzdem, es ist einfach eine geile Kulisse. Meine Güte. Muss ich eigentlich... Ja, es wird mal wieder Zeit zum Aufladen. Ich meine, für einen alleine wären das schon wieder beinahe zu viele Monster gewesen. Diese verdammte Nosalis. Nett hier. Tja, wohin kann... Verbrenn mal die Spinnweben. Dann fange ich doch hier drüben erstmal an. Da ist etwas hinter den Spinnweben. Ja, wie wär's hier mit einer Tür? Hier ist nämlich schon mal eine Tür. Bah! Wieder schön eingemottet, der Typ. Vor allem alleine, wie er da sitzt. Nach dem Motto, oh Mann, Alter, endlich hast du mich gefunden. Hat ja auch lange genug gedauert. Aber ich meine, ey, eine Brandgranate wieder mehr. Aber alleine dieser Kulisse nach zu urteilen, ist ja hier auch schon lange keiner mehr gewesen. Und das verheißt auch nichts Gutes. Faszinierend. Ist das ein Zeichen? Möglich. Das Gitter ist verrostet und schlecht befestigt. Es sieht auf jeden Fall nicht einladend aus. Also, hilf mir hier mal, Artyom. Das sieht nach einer Rutschpartie aus, ne? Eins, zwei. Brenn sie weiter ab, Artyom. Na dann.
knietief. Wasser. Vielleicht sind wir fast da. Wir müssen ziemlich nah dran sein. Na gut, knietief passt nicht ganz. Aber schon bis zur... Oh, Alter! Bis zur Hüfte drin. Dunkelheit umgibt uns. Shit. Wir dürfen uns darin nicht verlaufen. Keine Hektik jetzt. Und lass dich von nichts überraschen. Du meinst wie unterhalb der Kirche? Bin dabei. Das ist wieder eine Anomalie, die das sich... Das ist ein seltsamer Ort. Ja. Wir haben schon einiges in der Vergangenheit gesehen, was man so betiteln kann. Du kannst dran gehen. Ich glaube, es ist für dich. Das war unsere Mar. Ja, richtig. Khan, Alter, geh voran. Der nächste Anruf, der kommt, ist für dich, Mann. Das heißt hier nichts. Der Schicksalsfluss. Vielleicht nicht so beeindruckend wie an der Oberfläche. Wir müssen ins Wasser. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Mann. Geh ins Wasser und stell dir vor, was du an deinem Schicksal ändern würdest. Denk an den Schwarzen. Hab keine Angst. Es ist richtig, dass du hier bist, Artyom. Ich gebe mir Mühe. Oder wir. Okay, Khan. Geh weiter! Ich dachte schon, er kommt gar nicht hinterher, Alter. Merkwürdige Transition, aber okay. Das ist der Turm. Das ist Teil 1. Da sind wir. Vertrautes Bild. Es ist der Turm. Du kannst es auch sehen. Und da unten ist die Stadt der Schwarzen. Das ist der Moment, an dem du die Rakete gestartet hast. Sieh mal, da bist du. Ja, ich sehe es. Der Fluss wird dich reinigen, dir deine Sünden vergeben. Du kannst dein Schicksal ändern. Du kannst es. Wähle dein Schicksal und sei frei. Also müssen wir das begradigen, was wir einst taten. Oh, shit. Das war ihr Zuhause. Nur noch Schutt und Asche sind übrig. Ja, der botanische Garten. Alter, kranker Trip. Sieh mal, da ist er. Der Schwarze. Ihm nach. Das ist nahezu derselbe Weg, den wir damals genommen haben. Zu Anbeginn des Spiels. Wir hatten ihn damals schon nicht angeschossen oder dergleichen. Ja, hier waren wir. Niemand. Eine Sackgasse. War das hier, wo du ihn fast erwischt hättest? Ja.
Upsala. Du musst es noch einmal versuchen, Artyom. Der Schwarze. Aber wie? Er ist noch bei dieser Freakshow auf dem Zug. Guck mal. Ihm nach, lauf! Ich bin gleich hinter dir. Alter. Überholt. Nicht ganz. Kopf an Kopf rennen. Das ist schon abgefahren. Aber ich kann auch gerade nicht selber lenken. Ich kann nichts tun. Außer der Szenerie freien Lauf zu lassen. Verdammt! Dieses Mal hat der Fluss mich fast erwischt. Ah, sie geht wieder. Wir sind zurück in der Wüste der Realität. Wo? Ist ziemlich nah. Er kann nicht allzu weit voraus sein. Wo zur Hölle sind wir überhaupt gewesen? Also in der Zeit, wo wir gerade andersweitig beschäftigt waren, psychologisch. Posten 13, Posten 13, bitte kommen. Höchste Alarmstufe. Ich wiederhole, höchste Alarmstufe. Sichtung von rotem Saboteur bestätigt. Es kann sein, dass sie angegriffen werden. Der Evakuierungszug ist vermutlich ihr Hauptziel. Zu spät. Scheiße. Aber der Zug muss in der Nähe sein. Posten 13, Posten 13, bitte kommen. Höchste Alarmstufe. Ich wiederhole, höchste Alarmstufe. Sichtung von rotem Saboteur bestätigt. Es kann sein, dass sie angegriffen werden. Der Evakuierungszug ist vermutlich ihr Hauptziel. Höchste Alarmstufe. Oh, und dann rettet er vielleicht uns alle. Es ist immer noch eine vage Aussage. Okay, wieder das Snipergewehr. Haben wir jetzt die Munition auch wieder im Sack? Ja, haben wir. Holy, okay. Bei so vielen Medikits, ne? Sowas verheißt ja eigentlich nie was Gutes. Eigentlich. Da geht wieder der Timer. Ja, Leute. Das war mal eine Erfahrung, die man gemacht haben sollte. Es war auf jeden Fall ein wilder Ritt durch die Psycho-Ebenen. Aber immerhin waren wir nicht alleine. Khan war ja mit dabei von der Partie. Also geht es um den Evakuierungszug. Wir müssen ihn einholen und sind höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu weit davon entfernt. Jedoch dieses Ziel sehen wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Metro Last Light.